Ja, ein herzliches Willkommen auf dem Fotokanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und heute sind wir wieder unterwegs. Ein Foto to go oder soll ich lieber sagen ein Foto to drive. Wir sind hier wieder auf dem Main. Wir haben da vorne so eine einmalig schöne Gegend. Da oben dieser einzelne Baum, dann diese gelben Weinberge dazu. Und wenn ich jetzt den Weg in diese Richtung fahre, dann öffnet sich hier so richtig schön ein Weinberg-Arrangement, ja, also hier der ganze Bereich, das ist ja wunderschön jetzt hier. Wir haben heute noch mal so ein schönes diffuses Licht, Sonne mit Wolken, die jetzt aber hier dann so weiß wegblurren mit einer riesigen Softbox. Unterwegs bin ich mit der A6700. Das Photo-to-go-Format ist ja ein Format, wo wir erst ein Bild machen und es anschließend zusammen am PC noch mal bearbeiten. Das Coole ist bei der Kamera, da ist so ein Magnetteil dabei, da kann man die hier sich einfach so hin schnappen. Und ihr könnt dann halt so in der Doing-Perspektive, Point of View, POV heißt das ja, könnt ihr sehen, was ich tue. So, jetzt seht ihr schon, wir haben hier den Baum, es ist schon cool, aber ich denke, wenn ich jetzt mit 900 mm da drauf ziele, dann wird das wahrscheinlich etwas zu gerichtet sein. Naja, wobei, wow, wir kriegen ihn sogar drauf, aber oh, er ist schon extrem groß drauf. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt hier wahrscheinlich die falsche Kombi und ich würde ja hier am liebsten mal an Land gehen und das fotografieren, aber das ist jetzt leider nicht machbar. Aber cool ist halt auch, dass wir dahinter Wolken haben. Oh ja, das ist schon cool. Also ich denke, ich blende jetzt mal hier ab auf eine Blende 8, dass wir ein bisschen mehr Schärfe haben und ich mache jetzt hier einen Hochkant, weil ich krieg's anders nicht drauf und ein Hochkant löst uns jetzt diese Situation und nimmt aber auch gleichzeitig mehr Wein mit in den Vordergrund. Und ich denke, wir bleiben bei der Kombination. Ohne Witz jetzt, wir bleiben jetzt mal bei 600 mm, also 900 mm mit dem Crop und fassen uns genau diesen Baum da oben raus und machen dann ein cooles Bild. Und mein Plan ist es jetzt, einfach noch mal ein bisschen nach hinten zu fahren, um zu schauen, ob wir dann weiter weg das Ganze drauf haben. Und auch die Hänge da hinten, auch mal experimentieren, lohnt sich das? Mit 900 mm in so einen Bereich rein zu zielen, kann das cool ausschauen, vielleicht hoch kann, das Wasser nochmal mit reinnehmen. Wird kein Rennpferd, aber trotzdem irgendwie schick. So, jetzt fahre ich mal ein Stück zurück und dann schauen wir mal, ob wir hier das Ganze noch besser drauf kriegen. Und das Schöne ist, auf Wasserstraßen, auf Berufsschifffahrtsstraßen sind ja Drohnen verboten, ne? Aber deswegen habe ich ja meinen 3 Meter Selfie-Stick dabei. Ja, da sagt ihr nichts mehr. Jetzt seht ihr, wie ich trotzdem eine Drohne dabei habe. Das ist doch witzig, oder? So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Baum auch von da hinten noch drauf kriegen. Und ansonsten ist das Eck hier das letzte, wo wir hinfahren können. So, ihr seht, wir sind jetzt im Lightroom-Katalog und ich habe dann auch mal mit einer anderen Brennweite noch mal rumgespielt. Aber das sind schon tolle Fotos, aber natürlich ist im Vordergrund, ja, da fehlt so ein bisschen was. Man könnte mit Sicherheit hier was draus machen. Aber ich habe euch ja versprochen, ich gehe hier auf unsere 900 mm Fotos. Und da muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, das war auch ein Griff ins Klo, weil so richtig toll. Ich habe es versucht, ja, ihr seht, das Bild ist zu dunkel, das Bild ist ein bisschen dunstig. Ja, ich habe es ein bisschen hinbearbeitet, aber unterm Strich ist das
doch nicht so ein tolles Motiv. Der Baum ist nicht so schön gelb, wie er von Weitem aussah. Er sieht eigentlich eher schon fast verwelkt aus. Unten ist er noch so komisch grün. Also das ist weder Fisch noch Fleisch. Und das Bild hier hat mir noch am besten gefallen mit den Spaziergängern. Das hat irgendwie eine Stimmung. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist nicht so ein tolles Rennpferd, wie ich immer zu sagen pflege, geworden. Im Gegensatz dazu schaut euch mal dieses wahnsinnige Foto an. Ist das nicht ultra schön? Diese Verdichtung der Landschaft, diese links schräg reinlaufenden Hänge, ähnlich wie in der Toskana, da kann man schon eher was draus machen. Und das ist schon ein super Bild. Und wie ich das hingekriegt habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Tutorial. Und keine Angst, wir bearbeiten jetzt das Bild zusammen, aber ich möchte euch trotzdem mal ganz kurz zeigen, wenn ihr hier eins meiner Lightroom-Presets aus dem Jahreszeiten-Paket anwendet, in diesem Fall herbstkünstlerisch, dann kommen wir schon dem Ganzen sehr, sehr nah, ja, in den Look, wo ich das hinhaben will. Und ihr seht, ein Klick und ihr seid fertig. In dem Fall hat es halt super funktioniert. Herbstkünstlerisch passt natürlich auch nicht auf jedes Bild. Aber ich habe euch ja versprochen, wir bearbeiten das jetzt mal zusammen. Okay, zuerst würde ich das Bild so ein bisschen heller machen. Ihr seht, es ist unglaublich dunstig hier mit 900 mm nativ, natürlich 600 mm durch die Landschaft gezoomt und dementsprechend flau wird natürlich auch alles, weil der Dunst sich natürlich auf dem Foto auch verdichtet. Dementsprechend würde ich erstmal Dunst entfernen, die Dynamik nach oben, Lichter tiefen so ein bisschen, damit man mal grob sieht, was hier eigentlich passiert. Weiß darf deutlich nach oben und Schwarz darf nochmal nach unten. Weißabgleich ja noch so ein bisschen angefasst. Okay, Gradationskurven auch hier, um das Leuchten zu behalten, würde ich Lichter ein bisschen anheben. Ich würde die hellen Mitteltöne hochnehmen und dann hier wieder ein bisschen weiter noch in den Kontrast gehen. Und ihr seht, auch das hier hat nochmal ordentlich Kontrast dazu gebracht. Damit wir so ein bisschen den Look von meinem Preset bekommen, würde ich sagen, wir verschieben die Farbe vom Orangeton nach links. Und ihr seht, was das mit dem Rot macht. Ja, also die Orangetöne werden Richtung Rot verschoben. Und das betont natürlich auch die roten Blätter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt könnten wir natürlich auch nochmal den Orangeton und den Rotton so ein bisschen sättigen. Und schon nähern wir uns natürlich sehr nah dem Look, den wir gerade hatten. Außerdem würde ich da unten in die Kalibrierung noch gehen und den Primärwert Blaufarbton noch verschieben. Ja, ihr seht, da passiert auch einiges. Den würde ich jetzt mal auf minus 10 verschieben. Und da unten diesen Sättigungsregler, den würde ich einfach so lassen. Dann das Ganze noch ein bisschen, ne? Kleine Vignette reinrutschen. Natürlich brauchen wir die Objektivkorrektur, die muss angehakt sein. Wir schärfen das Bild standardmäßig so ein bisschen nach. In dem Fall ist die ISO relativ niedrig. Das heißt, ich werde es jetzt nicht über die KI entrauschen. Das heißt aber auch, dass ich die Maskierung so ein bisschen nach oben ziehe, damit nur die Details angefasst werden. Und ihr seht, wie scharf dieses Bild ist. Es ist eine unfassbare Schärfe hier. Und jetzt zeige ich euch noch einen Trick, was ich hier machen würde. Ich würde das Bild wieder in seine Grundunterbelichtung bringen. Es ist ja nicht sauber belichtet gewesen. Und würde jetzt mit dem Pinsel die Highlights nachfahren. Das kennt ihr schon, diese Methode. Ruhig ein bisschen weicheren Pinsel machen, dass das nicht so auffällt. Und jetzt fangen wir an. Was sind denn Highlights? Natürlich diese rote Ebene, die hier reinkommt, ist ein Highlight. Es ist ein Highlight, diese Kontur allgemein, ja, diese Schrägen zu betonen. Dann natürlich diese flammenden Spitzen der Bäume. Ja, geht ruhig her und macht das so ein bisschen nach der Bob Ross Methode. Ja. Macht hier einfach die Lichter, betont die Lichter. Ja, auch hier hinten die Bäumchen nicht vergessen. Und zwar immer nur an der Oberseite, nicht die Schatten anmalen, sondern wir machen das so richtig nach der Ölmalmethode im Grunde. Und weil wenn ich das homogen anfassen würde, dann wäre der Effekt schon vorbei. Und gehe hier so ein bisschen in die Helligkeit, aber nichts übertreiben. So würde ich das lassen. Und umgekehrt könnten wir natürlich auch noch ein paar Tiefen betonen. Vielleicht den Schatten von dem Baum. Vielleicht hier dazwischen dieser Schatten. Der ist mir schon tief genug. Aber dann natürlich auch hier so ein bisschen in die Schatten reinmalen von den Bäumen. Ja, hier auch vielleicht auch nochmal so ein bisschen betonen, dort das Eck, aber natürlich auch die Seite. So, und damit könnten wir uns natürlich jetzt stundenlang aufhalten.
Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. So war das Bild vor wenigen Sekunden und so sieht es jetzt aus. Wem das zu grell ist, der geht jetzt mit der Sättigung noch nach unten und kann hier ganz nach Belieben sein Herbstbild anfassen. Ich habe euch diese Datei zum Nachmachen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ladet sie euch gerne runter. Macht das einfach mal so nach, wie ich das hier gemacht habe. Könnt auch mit dem Weißabgleich natürlich am Ende noch so ein bisschen spielen, ob ihr das betörend herbstlich wollt oder so ein bisschen abgeflacht kühl. Das kann man hier jetzt noch einstellen wie ein Dachdecker. Macht das mal gerne nach. Ihr findet das Original unten in der Videobeschreibung. Danke, dass euch das interessiert hat. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.